Jo Freunde, ich habe zwar ein bisschen Kopfschmerzen, aber trotzdem natürlich herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde natürlich trotzdem auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop reagieren und ich hoffe mal, wir bekommen heute endlich was Neues rein. Die letzten Tage sah es ja echt schlimm aus. Wir haben schon seit Ewigkeiten keinen neuen Skin mehr drin gehabt. Also schauen wir mal, ob wir da heute endlich was Neues reinbekommen. Und in der Zeit könnt ihr natürlich gerne meinen Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen, wenn ihr mich hier komplett kostenlos supporten wollt, Leute, wirklich, das ist der beste Support, den ihr geben könnt. Einfach Snoxy dort in das Fett eintragen, wenn ihr mich hier supporten wollt, dafür, dass ich jeden Morgen aufstehe und euch den neuen Shop zeige. Und dann schauen wir jetzt, was so Neues reinkommt. Let's go. Und was? Was? Nein! Wieso? Nicht schon wieder die Fußballskins. Als ob. Das ist doch nicht dein Ernst. Einfach zwei Tage hintereinander die Fußballskins. Oh, ey. Was ist denn aktuell mit dem Shop los, Alter? Was zur Hölle? Jeden Tag hier nur Scheiße drin. Sorry, aber das ist jetzt echt so viele Tage hintereinander. Ist das ein Troll von Epic Games? Oh, ey, das hat mal gar keinen Spaß, hier den Shop vorzustellen, ja? Mann. Sorry für den Rage, aber das ist jetzt echt so viele Tage hintereinander nichts Gutes drin gewesen. Ja, die linke Seite brauche ich gar nicht groß vorstellen. Das hatten wir ja alles genauso gestern, ne? Die vier männlichen, vier weiblichen Fußballskins. Immer noch ziemlich geile Skins. Absolute Tryhard-Skins, aber kann ich sehr empfehlen. Hacke und Gleiter kann ich kurz zeigen hier. Ja, auch nicht so geil. Also keine Ahnung, ist halt echt nicht besonders geil. Und die rechte Seite, saxophonisch, ist ziemlich cool. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mann, ey. Dreierstern hier. Heute voll ragey. Chromatik finde ich auch nicht geil. Ist nicht so meins. Einsatzleiter, die finde ich ziemlich cool, auch weil sie jetzt einen alternativen Style hat. Dieser Backpack hier ist auch reaktiv, der zeigt halt den Schaden an, den ihr gemacht habt. Endlosrad ist auch ein ziemlich geiler Emote. Wäre geil, wenn man sich damit fortbewegen könnte. Leider auch nicht. Und im letzten Slot, Einsatzmuster, heute wahrscheinlich das beste Item mit der Einsatzleiterin drin. Ja, die gefällt mir auf jeden Fall, die Lackierung. Die finde ich schick. Ansonsten, ey. Ah, ja, Haltman schreibt schon hier, bestimmt nach dem Update. Kann ich mir auch vorstellen, dass heute vielleicht nach dem Update dann was Neues kommt, hoffe ich auch mal. Trotzdem geht es natürlich heute weiter mit meiner Verlosungsaktion. Ich verschenke aktuell jeden Tag 1000 V-Bucks an all meine Abonnenten. Also falls ihr heute auch wieder 1000 V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 5 heute in die Kommentare schreiben. Gestern war ja Tag 4 und da hat der liebe Janis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und falls ihr halt heute Tag 5 gewinnen wollt, einfach nur abonnieren, Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 5 unten in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Heute, wie gesagt, nichts Spannendes drin. Ich denke auch, dass heute mit dem neuen Update, das kann ich einmal ganz kurz zeigen, heute sind nämlich Wartungsarbeiten schon geplant. Ich denke mal, dann wird sich der Shop auch im Laufe des Tages updaten. Hoffe ich zumindest mal. Das wäre schon ziemlich enttäuschend, wenn es heute nichts Neues gibt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, also falls ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, habt alle noch einen entspannten Tag und wir hören uns dann nachher zum wahrscheinlich nächsten Update-Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss!